Gleich einen ganzen Koffer voller nicht alltäglicher Kostbarkeiten hat Thomas Martinsen dabei. Ich habe heute eine Comicsammlung mitgebracht, eine Komplettsammlung Sigurd, der ritterliche Held. Für mich wäre jetzt interessant, diese Sammlung in gute Hände zu geben an einen, der sie zu schätzen weiß. Schätzen wird sie auch Experte Sven Deutschmanek, allerdings erst einmal ihren Marktwert. Ja, hier haben wir einen ganzen Umzugskarton, da zieht jemand aus, oder? Schönen guten Tag. Thomas Martinsen. Martinsen, Herr Martinsen. Auch ziehen Thomas. Sie aus. Thomas. Thomas, ja. Das ist mir weitaus lieber. Thomas. Ja. Das heißt aber, du bist richtig großer Sammler, weil ich sehe jetzt hier Comics. Zumindest erscheint mir, das scheint alles eine Comicart zu sein. Ne? Das ist die komplette Sigurd-Sammlung, erschien 1958 bis 1968 im Lening Verlag. Ja. Und das Besondere an der ist eigentlich, dass der Hans-Rudi Wäscher die gezeichnet hat, der auch die Nummer 30 in diesem Ordner auch handsigniert hat. Ja. Wenn man so eine komplette Sammlung hat und Comic-Sammler ist, warum trennt man sich auf einmal von einer kompletten Sammlung, die ja dann auch fast einzigartig sein dürfte? Ja, Horst, das ist so eine Geschichte. Ich habe so die letzten 3 Jahre hat sich bei mir einiges privat verändert. Und ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen für mich, wo ich gesagt habe, ich kann mich gut von dieser Sammlung trennen und plane gerade eine Reise. Und wenn da ein Teil des Erlöses, wenn es dazu kommt, in die Reisekasse fließen könnte, da wäre ich sehr glücklich drüber. Du, und das finde ich einen ganz, ganz tollen Grund, weil meine Prämisse ist auch, denn der neue Luxus ist Zufriedenheit, ja, und nicht unbedingt materiell. Richtig. Und deswegen trennen wir uns heute von dieser wirklich einzigartigen Sammlung. Ja, sie ist du hast halt schon vollständig. Zeit gehabt. Ja, also ich habe da mal reingeschaut. Ich kann natürlich jetzt nicht jedes einzelne Heft mir anschauen. Ja. Wir haben jetzt hier 257 Bände, die alle gut sortiert sind. Manche Deckblätter sind nicht mehr so schön. Nicht alle Hefte sind im schönen Zustand. Und man sieht auch immer, dass einzelne Namen, du wirst es ja gesammelt haben, auch von anderen. Du warst auf Messen, hast die Hefte zugekauft, bis du deine Sammlung dann komplett hattest. Richtig, genau. Ne? Ja. Und dann ist es halt so, dass viele dann immer ihren Namen drauf geschrieben haben. Das mindert natürlich immer den Wert, ne? Wenn jetzt irgendwie, ja, was drauf rumgekritzelt ist. Wenn jetzt eine Ausgabe im perfekten Zustand ist, also was aber, glaube ich, auch mittlerweile sehr schwer ist, überhaupt die Erstausgabe in einem super tollen Zustand zu finden, dann sprechen wir, glaube ich, von einem knapp 4-stelligen Bereich nur für diese erste Ausgabe. Richtig. Ne? Ja. So. Für ein Heft. Für die Erstausgabe. Gut, dann, genau, frage ich natürlich direkt nach. Wie sieht das erste Heft aus? Das hast du bestimmt hier vorne am Tisch. Das erste Heft ist hier, pass auf, in letzter Minute. Also, was ich schon mal sehr schön finde, ist, dass sie alle, wie sich das für einen Sammler gehört, in Folie sind, damit sie nicht mehr offen sind. Genau, ich habe, ne, jetzt auch kein Heft rausgeholt. Hier ist halt die Erstausgabe. Sieht so noch ganz ordentlich aus. Ist hier am Seitenrand aber beschnitten worden, also ist nicht mehr perfekt. Und auch die zweite Band ist hier vorne auch mit einer Nummer gekennzeichnet. Also es geht ja eigentlich erstmal um Sigurd. Sigurd, das war ein ritterlicher Held. Es steht hier oben auch, der seine Abenteuer erlebt hat. Und natürlich Abenteuergeschichten lassen sich sehr gut verkaufen, gerade in den 50er, 60er Jahren. Walt Disney, Superman, Spider-Man. Und gerade in den USA ist die Sammelgemeinschaft natürlich so extrem hoch, da werden horrende Preise gezahlt. Du hast jetzt die komplette Sammlung hier, aber man muss halt berücksichtigen, die ersten Bände, die werden hoch gehandelt und dann geht der Preis immer weiter runter, immer weiter runter, immer weiter runter. Ja. Wie findet man denn jetzt überhaupt einen Wert? Ich meine, was möchtest du haben? Die Nummer 1 zum Beispiel habe ich damals hier in Köln gekauft für 300 D-Mark. Ja. So, und ich würde mir wünschen, einen 4-stelligen Betrag mit einer 2 vorne. Also 2000 Euro, ja, aufwärts. Genau, also das wäre auch meine Schmerzgrenze. Gut. Mhm. Wie würdest du hier den Zustand der Hefte im Schnitt bezeichnen? Also ich würde jetzt hier im Schnitt das, was ich gesehen habe, bis jetzt auch die Erstausgabe, die würde ich halt mit einer 3, mit einer befriedigend bewerten. Und auch diese Unterschrift, die wir jetzt hier drauf haben von dem Hans-Rudi Wäscher, es ist schön, dass sie da drauf ist. Ob das oder den Wert dieses Heftes jetzt unbedingt steigert, das möchte ich mal in Frage stellen. Aber wie viel ist denn nun die komplette Comicsammlung wert? Untergrenze 2000. Ja. Oh, das tut mir gut, weil es geht so runter wie, ne, wie ein hervorragend kalt gepresstes Olivenöl mit einem lecker Salätchen. So, Thomas, dann ist es mir eine Freude, dir die Händlerkarte zu geben. Ich danke dir. Danke dir, Thomas. Danke schön, ich gehe. Da geht's zum Händler. Jo. Tschüss. Tschüss. Es ist ein super Gefühl. Ich habe die Händlerkarte und die Expertise von Sven deckt sich mit dem, was ich mir vorgestellt habe. Jetzt bin ich gespannt, was bei den Händlern passiert. Was ist das da für ein Comic? Das ist aber ein Vermögen. Das ist aber gut. Ritterliche Helden
angucke. Sigurd war der Held aller Frauen. Das war der Held, als Ludwig ein kleiner Junge war. Dankeschön. Da gab's den Sigurd. Ja, also ich bin ja jetzt ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich jetzt natürlich auch auf die Händler. Wobei ich denke, keiner der Händler hat das Spezialgebiet Comics und deshalb ist es umso interessanter, was da jetzt gleich passiert. Aber ich freue mich drauf. Ob die Freude bei den Händlern genauso groß ist, wird sich jetzt zeigen. Und vielleicht ist hier auch ein Liebhaber alter Comichefte unter ihnen. Ja, grüß Sie Gott. Guten Tag. Und das sind die Schätze davon. Hallo. Das sind die Schätze. Hallo. Hallo. Das ist das Beste hier. Die Nummer 1. Band 1. 50 Pfennig. Sie sind der Sammler dieser ganz kompletten Sammlung? Richtig. Sie haben das von Kindertagen an gelesen und ja, dann. Als 13-Jähriger habe ich angefangen, diese Comics zu sammeln. Ja. Das Besondere sind diese Sammlermarken. Richtig. Ganz genau. Aha. Ja. Sie ja, aber wie viele Hefte sind denn das, du lieber Himmel? Ja. Wissen Sie das? Das sind 257 Hefte, erschienen von 1958 bis 1968. Und das ist immer fortlaufend. Dann, wenn ich jetzt so fertig bin, kommt das nächste Heft. Ja, genau. Fortlaufend. Ja. Gut, ich fange mal an. Ich mache mal ein Gebot. 700 Euro. Mhm. Für alles. Das ist ein guter Start. Ohne den Koffer. Ohne den Koffer. Wieso hängst du denn an dem Koffer? Nein, so? Ich will es nur wissen, weil das natürlich nee, ideal passen würde. Ich mein, ach so. Ich habe noch ein zweites Hobby und ich bin Bauchredner und ich habe hier in diesem Koffer meine ganzen Bauchredner-Utensilien drin. Bauchredner? Ja, reden Sie so mal was vor. Da muss ich sie an meiner Hand haben. Ja, na, guck mal, sie her, dann nehmen Sie es mir an die Hand. Komm, Luki, jetzt hau einen raus. Wenn ich die Hand drücke, ja? Machen Sie mal den Mund nur auf und zu. Ja. Ja? So, das klappt gut. Ich singe jetzt mit dem Ludwig ein kleines Lied. 2, 3. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Sehr gut, Mann. Bravo! Klasse. Verkaufen Sie schon für 700? Nein. 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 Verkaufen Sie für 800? Nein. Muss ich 1000 sagen? Vierstellig. 1000? Ich will 1100 geben. Danke, Daniel. Das ist nur fair. 1150. 1200. 1250. Und die Nummer 30 ist auch noch handsigniert von dem Zeichner, der Band Nummer 30. Auch noch? Ja. 1250. 1300. Ich gebe Ihnen 1350 Euro. Das ist mir noch zu wenig. Das haben, also 1400 sind auch noch drin bei mir. Mhm. Das würde ich machen. Was habt ihr schon da vorgestellt? Also meine Schmerzgrenze liegt bei 2000 Euro. Mein letztes Gebot ist 1500 Euro für alles zusammen. Nein, ich glaube, dann nehme ich sie wieder mit. Also 1600 würde ich auch noch geben. Ich bin schon bei 1600. Aber ich kann auch verstehen, wenn Sie sagen, 2000 ist es. Geht Thomas auf Daniels Angebot ein? Nein, also ich glaube, dann ist mir die Zeit und die Erinnerung das wert, dass ich sie wieder mitnehme. Jawohl. Sie haben recht. Schön, okay. Dass Sie da waren bei uns. Hat uns sehr gefreut. Dankeschön für Ihre Zeit. Und viel Erfolg beim Bauchredner. Gell? Ja, ja, bis zum nächsten Mal. Danke sehr. Tschüss, Adi. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ein tolles, tolles Objekt. Ah. Mir tut's leid, dass ich es nicht gekauft habe jetzt. Wahrscheinlich ärgern wir uns. Ja, ich ärgere mich jetzt schon. Hm. Du schnell weg, ich will es gar nicht mehr sehen. Also die Comics kommen jetzt erstmal zu Hause wieder an die Stelle, wo sie gestanden haben, zu den anderen 6000 Comics, die zu Hause stehen. Und ja, mal sehen, was dann passiert.